So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Nachdem im letzten Part das verdammte Scheißspiel einfach abgekackt ist, müssten wir rein theoretisch das alles hier sammeln. Noch wieder. Und das würde ja nochmal 40 Minuten oder so dauern. Habe ich keinen Bock drauf. Geht mir auf die Nerven, Scheiß. Da. Thurston, wir kommen. Wir machen hier Missionen weiter. Macht mehr Spaß im Moment. Als ich das Drecks gesammle, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, weil es mir schon wieder voll gegen den Strich ging. Munition brauchen wir. Komm. Haben wir genug? Wir müssen aber mal da das erobern. Da ganz da hinten ist das. Unser Laster ist natürlich weg, ist klar. Durch Thurston muss man ja irgendwie durchkommen, zumindest dran vorbei, oder? Oh. Rein theoretisch kommt man hier vorbei, glaube ich. Aber nicht mit dem Auto. Oder kann man da vorne durchs Wasser fahren? Gib Gas! Hm, super. So tief ist das jetzt halt eigentlich auch nicht. Dann müssen wir uns unsere neue Waffe mal testen. Wie viel fehlt denn uns? Das ist eine neue Fähigkeit. Ach so, ja gut. Viel zu viel. Machen wir eine Mission und dann haben wir das eigentlich. Sauerklee. Du müsste jetzt eine neue Ding sein. Unberührbar. Ja. Handbuch steht jetzt halt auch was drinnen wieder. Bei Pflanzenleben und Sauerklee. Sauerklee wird von vielen Kulturen als Brandhemmer benutzt. So auch von den Rakyat. Man kann daraus auch eine Salbe gegen Gelenkschmerzen und Quallenstiche anfertigen. Und bevor du auf dumme Ideen zu Hausmitteln gegen Quallenstiche kommst, Urin funktioniert nicht. Ebenso wenig wie Sauerkraut gegen Nazis hilft, es ist wirkungslos und riecht nicht gut. Geiler Scheiß. Hier, Y. Psst. Vögel, weg. Ach, süß. Voll der kleine Posten. Mit gerade mal. Hier ist noch einer. Fünf, sechs Leuten. Ein Alarm, zwei Alarm. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Shit. Boah, wo schieß ich hin? Gott, kacke. Sechzig XP. Sag mal, jetzt machen wir das mit der Sniper. Was? Ich habe beide mit einem Schuss erwischt. Okay, sehr geil. Eine blaue Flagge. Huah. Toll. Und kein Alarm ausgelöst, ja. Sehr schön. Jetzt gibt es hier diese Missionen. Neuer Ort für Schnellreise verfügbar.
Aha. Hier können wir jetzt nicht mal was kaufen. Ja, ich hoff's. Dann machen wir auch gleich wieder hier weiter. Ein Söldner hat in einem japanischen Bunker verschanzt sein. Ein wahrer Krieger und töte ihn mit dem Messer. Okay. Wo geht's hin? Ja, ich weiß. Auto. Ganz schnell, Auto. So, hier. Und dann da drüber. Und alles zusammenfahren. Aha. Vote for President. Ganz da oben. Gott. Übertrieben. So, Vektor. Ich pirsche mich an. Oh Gott, hey, Brief. 500 XP. 14 von 20. Ah, fehlen uns nur noch 6 Stück, beziehungsweise nur noch 5. Und meine Eis zum Ankommen. Boah, das war mal geil, hä, Leute. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die nicht einfach willkürlich töten. Trespassing forbidden. Das ist Kacke, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt. Ja, ja. Granate raus! Und tschüss. So, ein gewiefter Fuchs. 300 XP für den Takedown. Das ist natürlich klasse. Da, den holen wir uns. Dass wir wegen hier Licht ins Dunkel bringen. Road People. Hallo, einsteigst. Ach so, ja. Kannst einsteigen, aber kannst nicht fahren. Sollt mich doch in Ruhe lassen. So genial. Einfach nur, jetzt kommt gleich die Rakete. Schön. Lauf! Feuer! Oh oh. Kacke. Was ist das denn? Aloe. Hätte er ja mal wirklich was weggeschnitten. Aloe. Viele andere Kulturen auch benutzen
Wie viele andere Kulturen auch, nutzen die Rakyat-Aloe seit Generationen, um Wunden und Verbrennungen zu behandeln. Man findet sie an fast jedem Haus auf Rogue Island. Aber Vorsicht, die Piraten vergiften Aloe-Flaschen gerne mit einer ätzenden Säure. Damit bekommt das Wort Peeling eine ganz neue Bedeutung, ja, wenn sie die Haut ablöst. Da ist auch eine Karre noch. Das wird wahrscheinlich die Übergabemission sein, das Auto. Aber jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Sieht jetzt nicht so leicht aus zu erklimmen. Vor zwei Parts in der Sammlerfolge angesprochen, dass die Funktürme früher ist ein bisschen übertrieben, viel einfacher waren. Ach, da hoch geht's. Als es jetzt sind. Ich sollte mal von der anderen Richtung probieren. Ach, so geht's noch. Kiste plündern. Okay, hier rüber. Dann hier hoch. Und dann Frame-Einbruch. Ist immer schön. Dann haben wir doch auch hier schon die Leiter. Top. Sehr schön, machen wir das. Klappt ja einwandfrei heute. Hier und dann interagieren und uns mal umschauen, was hier so los ist. Okay, ein Turm. Ein paar Häuser. Noch mehr Häuser. Und Häuser. Naja, Bunker und Prüfung der Rakyat. Schauen, was es jetzt halt so kostenlos wieder gibt. 500 XP. 12 von 18. Die D50 gibt's kostenlos. Die Vector gibt's kostenlos, beziehungsweise gratis. Neue Übergabemission ist hier. Dort ist sie da. Und was gibt's hier denn noch so? Oh, oh fuck. Auf jeden Fall ist es recht aufgedeckt alles. Das ist die Hauptsache. Liegt gar kein Tod herum, wie sonst immer. Jo, 1000 XP. Wird wahrscheinlich auch saumäßig schwer sein. Habe ich so das blöde Gefühl. Wir fahren ja gerade wieder ein volles Feindgebiet. Wie immer. Boah. Da nicht unbedingt ins Wasser reinfahren. Ey, das Auto ist doch nicht ausgelegt für so einen Scheiß. Komm. Alter Schwede. So ein krampftes Auto. Boah. Ich glaube, ich habe nur blatte Reifen. Ja, Erfolgübergabe. Ich sehe da niemanden. Ne? Aber mich sieht anscheinend jemand. Da sind sie doch, die Grippe. Hibiskus. Okay. Jo, Hibiskus. Hibiskus wird von den Einheimischen auf Rogue Island für fast alles benutzt, vom Tee bis zur Lebensmittelfarbe. Hibiskus, Tee mit Zitrone und einem Schuss Whisky gilt als traditionelles Heilmittel gegen Erkältungen. Ich definiere Schuss als einen Liter, aber das ist Geschmackssache. Wir müssten jetzt halt einen Punkt wieder haben. Wir wollten das hier machen. Damit haben wir jetzt halt alle Fähigkeiten hier. Und 1, 2, 3 nur noch. 1, 2, 3, 4, 7.
Level brauchen wir nur noch. Gibt's hier nichts? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber okay. Was ist das? Camp Delta. Camp Delta, ist das hier oben? Camp Delta? Ja, da oben irgendwo. Dann schauen wir mal da hoch, was das ist. Das ist ein rotes Haus. Können wir uns jetzt Häuser kaufen? Oder was ist das? Mach auf! Depp. Was ist denn das hier? Aha. Ja gut, dann machen wir an der Stelle jetzt hier einen Break. Im nächsten Part marschieren wir, glaube ich, hier hin. Das müsste ungefähr stimmen von der Richtung her. Ne, in diese Richtung. Da hoch. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.